Geschäftsreise. Nee, da gibt's nichts Neues. So, verschwundene Züge untersuchen. Bahnhof von Bridling, Mr. Robinsons Reisetasche in den Gepäckraum befindet. Nun gut, dann tun wir das. Ich glaube, hier war das nicht. Doch. Werfen wir nochmal einen Blick rein. Mr. Thomas L. Robinson. This gripsack belongs to Mr. Robinson. I think we should open it, Holmes. This is what they call force majeure. I'll keep watch. Of course. Muss ich jetzt Schlösser knacken, oder was? Ach, du ahnst es nicht. Ach, so ein Schloss ist das wieder. Oh, geschafft. War zwar jetzt eigentlich mehr Glück, aber naja. Geschäftsunterlagen. Look, Watson. A bundle of contracts. Very suspicious. We should study them carefully. Dies ist ein Exklusivvertrag über den Verkauf des Prototypen, der auf autonome Weise Strom erzeugt. Der Käufer, Emerson Electric, erklärt sich damit einverstanden, dass er das Gerät ohne Mangelgewehr einvernehmlich erwirbt. Mr. Thomas L. Robinson, der Verkäufer, ist nicht haftbar für Probleme mit dem Prototyp, die nach der Vertragsunterzeichnung auftreten, egal ob sie zuvor dem Käufer oder dem Verkäufer bekannt waren. Der Käufer verpflichtet sich, unmittelbar nach der Unterzeichnung Vorauszahlung in Höhe von 10% des Kaufpreises zu leisten. Der Rest ist innerhalb eines Monats zu bezahlen. An exclusive sales contract. Ja, mit Mr. Robinson. Mr. Robinson is the seller. Sonst gibt's hier nichts. Okay, Exklusivvertrag. Yet another exclusive sales contract. Autonome Weise, Käufer, Hong Kong General Electric. Mr. Robinson is the seller. Auch wieder mit 10%. Ich glaube, der wollte einfach nur die Leute über den Tisch ziehen. Das gibt's ja auch nicht. Exklusivvertrag. Yet another Mr. Robinson is the seller. Käufer Basakast Chile, ja. Das haben wir ja auch schon wieder 10%. Dies ist ein Exklusivvertrag. Yet another exclusive sales contract. Und auch Mr. wieder. Mr. Robinson is the seller. Medicine General Electric. Well, it is very clear that this Mr. Robinson received prepayments from various people for his machine. Okay. Mit vielen Käufern und ist versichert. Okay, dann nicht. Wollte Projo mehrere Interessen verkaufen. Er hat bereits einige Verträge unterzeichnet und dafür auch die jeweilige Vorauszahlung. Der Sonderwagen. Robinson ist ein Opfer. Der Verlust des Prototyps ist eine Katastrophe, Mr. Robinson. Auch wenn er den Betrug geplant hat, hat er viel mehr verloren, als er entschädigt werden konnte. Die Versicherung deckt nicht den Gesamtwert der Maschine. Ja, ja, ja. Moment, wir haben doch bestimmt noch mehr. Egal. Da müssen wir aber mit Mr. Robinson nochmal reden, weil die Versicherung war ja auch noch von mit 15.000. Also da passt was ganz und gar nicht, Mr. I will not move from here until I receive my refund. Na, dann ist es halt so. So, lösen Sie das Rätsel. Okay, das heißt, wir werden jetzt einfach nach Chesterfield weiterfahren. Erstmal. Nach Chesterfield. Ja. Das ist ein Plan. Er liest sich seine Beweise weiterhin durch und Holmes liest seinen Kitschroman.
Lies wahrscheinlich ein Buch über Sherlock Holmes. Oh, schon die Kamikaze-Diebin. Der Fall ist auch cool. Kann ich nicht anders sagen. Zug, der weg ist. Ist cool. So, dann wollen wir noch mal gucken, was es hier alles so gibt. Wir gehen mal vorne rein. Guten Tag. This bin is full of empty bottles. Moment mal, empty bottles? Ich geh mal rein. Guten Tag. A telegraph. Morsecode-Alphabet. I had thought that all station masters knew the Morse code, but apparently not. Das kommt mir Spanisch vor. Und wenn ich Spanisch meine, meine ich Chilenisch damit. Okay, eine Dartscheibe haben sie auch. Halt, ich möchte mit dem Herrn reden. How could he fall asleep at work like this? Excuse me, sir. Wake up. Aufwachen oder sind besoffen? His breath. He must have swallowed half a distillery. And that explains the how. By his sleeping off the alcohol, you mean? Wake up, please, sir. Huh? What? The 18:72 train has arrived? Good day to you. We are investigating the disappearance of last night's train. And we should like to ask you a few questions. Aber erstmal gucken wir nach. Also er ist auf jeden Fall besoffen. Gerötete Nase. Ich würde sagen, er ist Alkoholiker. Saubere Kleidung. Okay, das ist schon mal... Okay, diesmal interessiert das nicht. Ist auch verheiratet. Aber alle verheiratet hier. Ein Flachmann. Ich würde sagen, er ist Alki. Oh, was haben wir denn da? Der Angelschnur? Wofür? Fahrgäste. Were there any passengers who got off that particular train at your station last night? No, nobody, it seems to me. Although I did not leave my office, so... No doubt you were very busy. You don't say. You can't ever get any peace around here. Now you have to send a telegram each time a train arrives and departs. Okay, was wissen Sie über das seltsame Telegramm? Reden Sie! Schnappst du? Station Master Bertram from Bridlington showed me a strange telegram that he received from you last night. It concerned the train, but it was barely comprehensible. What? He's a fastidious little twerp, that Bertram. I remember everything quite clearly. It was late, and I was tired, but I did my work. So what? There's no need to be so petty. Zug war verspätet. Nein! Wählen Sie die richtige Antwort aus. Ja, ist ja gut, Mama. The station master. What? He's a fastidious little twerp, that Bertram. I remember everything quite clearly. It was late, and I was tired, but I did my work. So what? There's no need to be so petty. Richtig. You were not tired, you were inebriated. Tell me the truth now, or I shall not hesitate to document your state in my report. My friend means that you will end up by being sacked from your position. All right. So I was drunk. I don't remember all of yesterday, to be truthful to you. Please don't go harsh on me. Holmes, this man has consumed a considerable amount of alcohol. He's not entirely helpless yet, but... It will not be long before he is. Obviously, his testimony cannot be trusted. Ah, wir können wieder was Combination machen. Das Telegramm aus Chesterfield. Herr Bahnhofsvorsteher Chesterfield, ein Telegramm, Ankunft, Abfahrt des verschwundenen Zuges berichtet. Herr Bahnhofsvorsteher Chesterfield nimmt seine Arbeit nicht sehr ernst, unzuverlässig und nicht vertrauenswürdig.
Oh, wir können da auch wieder... Ah. Der Zug am Chesterfield passiert, auch wenn er unleserlich ist und Fragen aufwirft. Der Zug kam nie in Chesterfield an. Der Bahnhofsvorsteher war betrunken und seine Aussage ist zweifelhaft. Er könnte den Bericht gesendet haben, ohne dass er den Zug sah. Nee, ich denke, er ist da schon durchfahren, weil so ein Zug zu übersehen, da gehört schon einiges zu. Kann sein, kann nicht sein. Ich habe keine Ahnung. Ah, will I ever get any peace? Das ist ja gut. Oh. A fishing advertisement. So, wir haben ja hier Gott sei Dank. Locked. There is no sense in asking the station master to open it. We shall have to pick the lock. Ich mal wüsste, in welche Richtung. Ah. Ah, okay. Oh, richtig. Aber schön, dass ich jetzt weiß auch, dass man alle drehen kann, wenn man sich das mal durchliest. Erstmal Werkzeuge untersuchen. These tools were used quite recently. They are still muddy. We should ask about them. Bags were recently dragged here. French wine, a remarkable vintage. These bottles are too expensive for a station master's wage. They were likely taken from the parcels. Shameful. Ja. Ganz große Schande. So, wir machen sofort weiter. Ich muss jetzt einmal gerade kurz was erledigen. Und dann geht's weiter. So, eine Sache war mir jetzt aber noch nicht ganz so bewusst. Und zwar dieses, wo ist das Telegramm von Chesterfield? Bericht Bahnhof, Chef hier. So. Ich brauche mal gerade einen Zettel. Jetzt muss ich hier mal richtig recherchieren. Ankunft um 0.30 Uhr, Abfahrt 0.35 Uhr. Chesterfield. Irgendwas war doch mit von wegen... Befindet sich im Bahnhof. Lalala. Ja, da muss ich nochmal nachfragen. Beim Bahnhof verschlossen wird Reihe kürzlich benutzter Werkzeuge gefunden. Allerdings gibt es keine Anzeichen von Aktivität. War stark betrunken. Er kam doch zu spät. Um wie viel kam er eigentlich zu spät? Ach, Moment, das war Bahnhof Brightlington. Lalala. Zü, meine Frage. Da. Sonderwagen. Ja, das interessiert mich ja nicht. Ich will wissen, wie viel da zu spät kam. Na, da war eine Erfindung. Ich werde sie verklagen. Achso, das war er nur. Der kam doch irgendwie zu spät. Gibt es nicht viel zu erzählen, zumindest nicht, wenn man sich erinnern würde.
Ich bräuchte die An- und Abfahrtzeiten mal. Und zwar eine Nachricht von Manuel Bryant Lincoln, Zug wegen einer Probleme vergessen, verspätet abgefahren sei. Verspätet. Achso, das ist das. Ich bräuchte einen... So, ah, Moment, so. Nachricht, dass der Zug aufgrund von Problemen mit Fahrgästen verspätet... Ja, aber wie viel verspätet? Ich weiß ja nicht mal, wann der genau losfährt. Es kann nämlich auch sein, dass der Vogel überhaupt nichts mitgekriegt hat. Naja. Habe ich hier alles untersucht? Ich denke mal. Das heißt, wir müssen jetzt auf jeden Fall nochmal zu unserem Besoffenen. Das war hier. Ah, Moment, Moment, Moment. Kann ich das mir angucken? Neue Direktroute. Ja, ich brauche die An- und Abfahrtzeit. So, Mr. Besoffen. Wir müssen mal was bequaken.